Gut, ich denke, also ich sehe da kein Problem, Jaladin. Vielleicht macht es Ich. sogar, ist es sogar positiv für uns, wenn wir noch jemanden dabei haben, der Magie wirken kann. Und nun ja, dass du nicht mit offenen Karten spielst, darüber kann ich hinwegsehen. Und angesichts dessen, von wem er kommt, falls er denn die Wahrheit sagt, denke ich nicht, dass wir eine Wahl hätten, selbst wenn wir Anstoß daran nehmen würden. Wenn ihr mir misstraut, er pult so herum. Verzeiht, Meister, Faruk. Gelehrt. Mein Name ist Meister Praiodano. Praiodano, ich wollte nicht heranstellen, dass ich euch nicht traue. Er holt aus seinem Geldbeutel so einen kleinen Ring heraus, taut ihn auf den Tisch. Bitte. Den habt ihr höchstwahrscheinlich auch gekriegt. Nein, aber wie gesagt, ich wollte nicht gesagt haben, dass ich euch nicht traue. Das ist Ihr übrigens. mein. Korrektur. Damals, als du angenommen hast, im Zar-Tempel oben, hätte er dir auch einen Ring gegeben. Dementsprechend wäret ihr jetzt alle mit einem solchen Ring Ach so, ausgestattet. ich war die ganze Zeit Nein, es ist ein KGA-Ring. der Ansicht, dass man mir nie einen Ring gegeben hat. Doch, also du hattest sehr, sehr lange keinen, aber hier im Zar-Tempel hast du dann einen bekommen und Wascha wurde ja nachträglich gegeben. Denn, naja, ihr habt das Haus nicht angenommen, also seid ihr jetzt KGA-Agenten. Dementsprechend ist nicht nur Rodrigo und der Fadaios damit ausgestattet, sondern mittlerweile dann auch ihr alle. Ich nehme an, ich hätte den auch nicht ablehnen können. Wenn du ihn halt nicht haben willst, dann trag ihn nicht, ist mir doch egal. Aber der würde dir angeboten sein. Ja gut, ist auch egal. Und wie gesagt, mein Freund Brindisian hier sagt, dass ihr zur Weißen Gilde gehört und also ich vertraue ich euch erst einmal. Möge der Herr Prager euch segnen. Euch auch. Gut, dann sind wir ja fertig. Ich lasse euch beide, falls ihr noch irgendwas habt, ich sehe zu, dass die Söldner fertig werden. Ich habe nichts mehr. Falls du noch irgendetwas wissen willst oder besprechen willst. Aus welcher Schule bist du denn? Tuzak, Bernhuder? Du bist doch Varaskana. Nun, wie du sicherlich weißt, gibt es die Schule in Tuzak leider nicht mehr. Ich habe meinen Abschluss an der Schule der vielfachen Verwandlung zu Sinnoh gemacht. Hast du dich schon um einen Gildenbeitritt bemüht, Oh, Kollege? wir sind Teil der Gilde. Wir Welches sind Teil Jahr? der grauen, Sil der Welches Jahr haben grauen wir? Gilde. 1025. 1025. Naja, das müssen wir jetzt nicht ausprobieren. Gut, aber eine vernünftige Gilde, vielleicht die Grauen, das ist doch nichts für euch, wenn ihr gegen die Schergen kämpft, oder? Na, wieso das denn nicht? Naja, wäre die weiße Gilde nicht eher was für euch? Ja, die Gilde spielt überhaupt keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass der Wunsch im Inneren, dass man auch wirklich etwas gegen die Unbeschaffenen tut. Ich würde auch mit jemandem aus der Gilde der linken Hand zusammenarbeiten, sofern er gegen die Unbeschaffenen arbeitet. Will ich tun? Es gibt in jeder Gilde Personen, denen man vertrauen kann und denen man nicht vertrauen kann und die das Richtige tun oder das Falsche tun. Das sollte nicht an so einer Banalität festmachen. Vierfache Verwandlung, was heißt das für euch, Maraskana? Welche Zauber könnt ihr? Nun, wie es der Name schon sagt, hauptsächlich Zauber der Verwandlung. Gut. Ich selbst beherrsche schon vier Verwandlungen. Nicht perfekt, aber ich bin daran, es zu perfektionieren. Ich selbst bin ein Hellsicht- und Antimagier, mehr oder weniger. Vielleicht irgendwann nochmal gehe ich nochmal nach Perikum, wenn ich einmal ein Jahr Zeit habe. Ah ja, mit der Antimagie habe ich mich auch ein wenig beschäftigt, da ich ja. Hey, wann geht's denn jetzt hier los? Ich sollte lieber aufbrechen und den Leuten helfen. Bindet sich die Haare zusammen, damit das nicht so auffällt, dass sie jetzt auf einmal länger ist und passt gut auf meine Sachen auf. Ja, natürlich. Und dann zieht er sich den Handschuh wieder über. Ja, die Leute, die noch oben sitzen und sich gerade unterhalten, über Schulden streiten, können das auch hören. Wenn ihr dann die Gespräche langsam beendet habt und dann die Treppe nach unten kommt, könnt ihr auch sehen, dass. Naja, Brindijan und Yalan wollten eigentlich auf die Leute aufpassen, aber sie sind nicht da. Die Söldner stehen da immer noch ziemlich gelangweilt. Einige lehnen auch sehr lässig dann an der Wand entgegen und Borgrim räumt immer noch so ein bisschen die Sachen von gestern auf. Sieht alles so ein bisschen unwürdig aus, aber naja.
Von Brindigian und von Yalan erstmal keine Spur. Wo ist denn der Valarios? Ja, der wird auf dem Schiff rumwerkeln. Nee, natürlich. Gut, Ja. Rodrigo hat Wascher im Arm und schaut sich um, wer denn jetzt von unseren Helden da ist, der sich um die Leute kümmern wollte. ja, Das dann war kommt doch. vermutlich gerade aus dem Büro gestolpert. Na, ja, Jalan. Alles klar, wie sieht die Sache aus? Ich habe mit Washer, er hat sie sozusagen, drückt sie gerade in seinem Arm, hat sie so seitlich im Arm, wie ein frisch verliebtes Pärchen, haben wir gerade die Sachen gekauft, für die, damit es nicht zu kalt wird. Hast du auch Winterkleidung und alles? Natürlich, ich habe mir extra noch einen Reiseumhang besorgt, falls es ein wenig kühler wird. Jalan, sag mal, könnt ihr nicht was machen, dass Rodrigo weniger Schulden hat? Wer Schulden hat, muss sie auch bezahlen. Aber ihr seid ein adliger Mann, ihr werdet das schon hinbekommen. Auch wir Adligen müssen unsere Schulden bezahlen, aber jetzt geht's los. So, ihr da drüben, ich zeige auf die Söldner. Seht zu, dass ihr aufs Schiff kommt und euer Jalan! Zeug verstaut. Ihr, und wieder zu den Seeleuten, Jalan, ich schafft mir meine die das Ladung an Bord. ernst. Jawohl, jawohl, Schatz, jawohl. Schatz, er ist doch gar kein Adliger aus dem Süden. Er ist doch Aber er für. muss sich darum kümmern, dass du da sowas hast. Nein, das will ich nicht. Pass auf, Wascha. Wenn Rodrigo die Schulden angenommen hat, muss er sie auch bezahlen. Jalan, ich Irgendwie. sage dir ganz ehrlich dann, oder euch, Entschuldigung, dann werden wir keine Gemeinschaftskasse mehr machen. Dann werde ich all mein Geld Rodrigo geben. Ach, Ich will, nein. dass er nicht mehr Schulden hat und dass er gut davonkommt. Also, wenn wir Gut, das jetzt so auch Rodrigo trotzdem etwas hinbekommen. zweifelt. Schatz, wir bekommen das auch schon so hin. Ich denke, die anderen werden dafür Verständnis haben, dass wenn wir alles in die Gruppenkasse einzahlen, dass auch irgendwann, wenn ich wieder einen Teil meiner Schulden bezahlen muss, das daraus dann genommen werden muss zu dem Zeitpunkt. Rodrigo, du musst davon erlöst werden. Wir können nicht abhängig sein davon. Aber viele Leute sind abhängig. Ich meine, schau dir Jalan an. Der ist doch auch abhängig von seinem Land und seine Leute wären abhängig von ihm. Erst einmal sind wir alle abhängig von, Ja. ihr wisst schon wem. Den Göttern. Gläubiger an fernen Landen interessieren uns derzeit erstmal nicht. Darüber können wir uns kümmern, wenn wir. Ja, dann ihr seid ein adliger Mann. Kapitän! Es ist klar, dass ihr Ja, sowas nicht sagt, jetzt. aber. Euer Gnaden? Der Kurs Rodrigo? wurde gesetzt. Wir sind Ja, was auf. denn, Schatz? Ich finde ja, dass wir das alles in den Griff bekommen. Das muss jetzt nicht auf Anhieb geklärt werden. Jetzt haben wir eine wichtige Mission und wir werden bestimmt noch eine Zeit finden, wo wir darüber reden können. Ganz in Ruhe. Aber Ist ja nicht nicht so, jetzt. als wäre ich eine Gaukler, die von nichts eine Ahnung hat, was ihr da mit eurem hohen Stand alles macht. Und ich stoße dich weg und gehe einfach mal ein Stück weit von dir und hau Der dich. erste Streit, nicht mal 24 Stunden verheiratet, der erste Streit. Hallo, das ist Love und Leidenschaft. Brindigian und Priodano, ihr dürft mal eine Sinnschärfeprobe machen auf Hören. Das sieht Ja. gut aus. Dann könnt ihr es beide klopfen hören, und zwar an der Außentür, zu eurem Büro. Ja, da stehe ich mal auf und mach auf. Ja, vor dir stehen vier Menschen, zum Teil in Gewandung, mit Schild, mal ohne, bewaffnet, barbarisch, mal wohl gekleidet. Vier Helden. Prius zum Gruß, grüßt einer in weißer Kleidung, weißem Schild. Alles ist irgendwie weiß an ihm, bis auf seine grauen, braunen Haare. Wir haben Ja, gehört, gerade ist dass die ihr Schönheit. eine Passage nördlich anfahren wollt. Von wem hast du das? Wir haben gestern nach einer Besatzung gesucht. Das ist richtig. Und seit etwa 2 Stunden heißt es in den Tavernen, dass Aufbruchstimmung ist. Wir würden euch gerne begleiten. Wir würden auch bezahlen. Rodrigo. Was? Wer? Bist nicht da. Okay, ich bin nicht da. Also, Wir sind gerade am wie Streiten viele Leute sind das? Rodrigo hat sich gar nicht mit dir gestritten. Rodrigo hat einfach die Ochsen gezogen und hat sich einfach umgedreht. Was soll denn der Scheiß? Da will ich mich jetzt nicht reinziehen lassen, diesen Scheißstreit. Das wird Rodrigo nicht tun, nein. Der wird dazu weiter gar nichts sagen. Wenn du da machst, dann macht der Schulternzug und dann geht er jetzt da weg. Da hat er keinen Bock drauf. Er hat ja gerade die Situation erklärt. Entweder du verstehst oder du verstehst es nicht. Es ist ihm ehrlich gesagt egal in dem Hast du es Moment. in deine Schuld, nicht meine? Rodrigo kümmert sich jetzt um andere Dinge. Bist du da irgendwie Okay. runterkommst oder so? Magister, ich bin Inquisitor Donato Lumini Laris Praiotin Okuritio von Festum vom Orden der Göttlichen Kraft. Und die sind meine Begleiter. Order Biondotir, Tulmyria Alfesir und Nerian Sigma von Shosko. Wir würden euch gerne begleiten und dafür bezahlen. Wir brauchen eine Passage nördlich. In Richtung Festum oder Valusa. Aha. Ja, dann. Nun, das werde ich mit meinen Gefährten besprechen müssen. Vor allem mit dem Capodan. Der wird schließlich entscheiden, wer mitfährt und wer nicht.
Wir sind bereit, bis zu 10 Dukaten für die Überzahl zu bezahlen. Mal sagen wir 50 für die ganze Gruppe. Nun gut, ich denke, es sollte nichts dagegen sprechen. Aber lass mich ein Wort mit dem Kapitän sprechen. Er nickt und bleibt dann vor der Tür stehen. Geht nochmal einen Meter von der Tür weg. Jalan steht mittlerweile neben Ephadaias oben auf dem Boot. Oder vor dem Boot oder wo auch immer er gerade ist. Kapitän, ich glaube, wenn wir hier diesen Kurs nehmen, sollten wir es in 7, 8 oder 9 Tagen schaffen. Gut. Hoffen wir mal, dass sich auf dem Weg keine Komplikationen mehr geben. Oh, wer ist denn das da unten? Schaut euch mal diese Lichtgestalten an. Brindisian kommt da gerade an. Ich gehe mal zu ihm. Schaut ihr mal darauf, dass die Ladung vernünftig verstaut wird. Klar, Captain. Ja, Brindisian kommt gerade aus der Tür von dem Büro und schaut sich erstmal um, ob er Jalan irgendwo erblickt. Der wird dann ja jetzt gerade auf ihn zukommen, nehme ich an, beziehungsweise gerade vom Schiff runterkommen. Und wird ihn dann mal herwinken. Brindisian, was gibt es denn noch? Wir wollen gleich ablegen. Die Bruderschwestern kamen gerade vorbei und suchen eine Überfahrt nach Norden, bis Valusa oder Festum. Der große da ist direkt an uns wenden. Was ein wunderschöner Zufall. Hat die auch ein gewisser Herr in einem gewissen Tempel zu uns geschickt? Das weiß ich nicht. Und ausgeschrieben, dass wir suchen, haben wir ja bereits vor einigen Tagen. Und offensichtlich hat sich auch rumgesprochen, wohin wir fahren in der letzten Zeit. Nun, wie dem auch sei, der Große da hat sich als Inquisitor, Donator, Lumini, Laris, Priotin, den Rest habe ich vergessen, vorgestellt. Inquisitor. Orden der göttlichen Kraft. Und den lasst ihr draußen warten? Er ist doch drin. Aber wie dem auch sei, nun, ich entscheide nicht, ob die mitkommen. Eigentlich sind wir ja da bereits vollgesetzt. Sie würden aber zahlen für die Überfahrt. Ich wink die mal herbei, ohne laut zu rufen, falls man mich sieht. Ja, eigentlich standen sie draußen vor der Tür, aber du kannst dann Myria schicken, die macht die Tür auf und dann holt sie dir rein. Unterdessen wende ich mich mal zu Rodrigo und Wascha, wenn sie noch bei ihm ist. Hat die Ansichten dazu? Also, ich würde ja ganz gerne gucken, warum die Leute gerade auf die Idee kommen, jetzt irgendwie 4 Stunden, nachdem wir den Auftrag bekommen haben, sich hier reinhängen zu können oder auch davon zu wissen. Vermutlich hat seine Exzellenz sie in unsere Richtung geschickt. Dann kann er das bestimmt erklären, der gute Inquisitor. Ihr habt die mehr zu tun als ich. Ich bin da raus. Ich weiß es wirklich nicht. Aber selbst wenn nicht einer der ist, der er sagt, dass er ist, bin ich geneigt, ihn einfach mitzunehmen. Schaden kann's nicht. Naja, das kann ja jeder sagen. Wie schätze ich den rückwirkend so ein, als er sich da vorgestellt hat? Ja, weiß ich nicht. Hast du Nachteile, die dich weltfremd bezüglich irgendwas machen? Ansonsten ist das eine Menschenkenntnisprobe. Nö, ich habe keine weltfremden. Moment. Priodano möchte einen Blick aufs Wesen wirken. Auf wen genau? Auf dem Weißen quasi. Ich kriege 14, plus 14 hin. Abzüglich der MR von 7, was bekommst du denn? Immer noch 7, nee, gar nicht, weil dann habe ich noch 6 Punkte übrig. Was bekommst du da für Infos? Intelligenz, anfängliches Geschick, ja, und die Angabe ist etwas konkreter, also meisterlicher Maler oder Musikant, ein fähiger Künstler zum Beispiel. Er ist hochintelligent und ein, ziemlich guter Krieger, künstlerisch ist er nicht veranlagt, aber... Und das Seelentier kriege ich auch. Das Seelentier bekommst du auch, ein weißer Falke. Okay, danke. Ich möchte mal, ich weiß das ja noch nicht, ich möchte mal die Heraldik bemühen, ob mir Wappen und oder Name bekannt sind. 9 über. Ja, die Familie kommt aus Festum und er hat sich als Okurito von Festum vorgestellt. Sein Nachnamen, wird er wohl irgendwie abgelegt haben, beziehungsweise seine Familienzugehörigkeit, der ist höchstwahrscheinlich adelig gewesen. Sein Schild, sein Wappen, die Heraldik dahinter, das passt auf alle Fälle. Der Mann ist höchstwahrscheinlich Inquisitor und damit dann auch irgendwie eine Art Praios-Geweihter, wenn er Donato dominiert. Gut, dann, wenn Myriel sie heranführt, trete ich auf ihn zu, begrüße ihn erstmal. Euer Gnaden? Euer Wohlgeboren? Ihr wollt also noch Festum? Wir wollen noch Festum.
Gut, Je nachdem, welchen Hafen ihr anlauft, Nersand oder Valusa würden uns ebenso genügen. Das sollte sich einrichten lassen. Unter meinen Mitreisenden herrscht noch ein klein wenig Verwirrung, wie genau ihr von unserer Abfahrt erfahren habt. Das ist ja noch nicht so lange bekannt. Hat. Niemand erwartet die Inquisition. Am wenigsten wir. Hat ein bestimmter Herr euch auf uns aufmerksam gemacht oder habt ihr euch einfach nur umgehört? Nun, auch wir haben unsere Quellen, allerdings möchten wir die ungern verraten. Es gab Tavernengespräche, die darauf hinausliefen, dass ihr die nächste Passage in Richtung Norden bildet. Ich blicke nochmal kurz fragend in die Runde hinter mir. Du siehst, wie Rodrigo wieder den typischen misstrauischen Blick aufsetzt, den er irgendwie immer und allem gegenüber sozusagen so hat. Und dann biete ich ihm die Hand an. Und dann, willkommen an Bord. Er gibt dir die Hand, euer Wohlgeboren. Gut, da hinten ist die Urkuri, richtet euch unter Deck ein. Ich tritt mal schon nach vorne, gebe ihm die Hand und sage, willkommen an Bord. Einfach mal zu gucken, wie er auf eine hübsche Frau reagiert. Ja, er nickt nur, bleibt sehr kalt. Also was heißt kalt? Kalt nicht, er bleibt verschlossen. Wir werden innerhalb der Stunde ablegen. Kann ich mit Menschenkenntnis irgendwas rausfinden, Frossi? Würfel mal. Wenn du versuchst, einen Inquisitor zu lesen. Ja. Hab ich auch gerade versucht. Ist da irgendwas rausgekommen? Er hat die Wahrheit gesagt. Okay. Hä? Ja, wahrscheinlich. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Ganz klar. Okay. Du glaubst ihm alles, was er sagt. Okay. Gut. Er hat ein weißes Gewand an, solche Menschen lügen. Ja, alles klar. Hab ich erkannt. Für Jalan ist die Sache fertig, der wendet sich dann ab und kümmert sich wieder mit der Fandarias zusammen um was auch immer auf dem Schiff gerade anfällt. Gut, ihr habt jetzt noch ein paar letzte Augenblicke. Möchtet ihr noch irgendetwas aus Kunchium mitnehmen? Möchtet ihr irgendwas hier lassen? Man kommt noch auf Washer zu. So, Washer, wo waren wir stehen geblieben? Dass ich dir gesagt habe, ich werde alles mit dir teilen, auch deine Schulden. Ja, aber das diskutieren wir nicht jetzt aus. Wir kriegen Rodrigo, wir sind jetzt in einem Reiherbund. Du musst mir vertrauen. Das tue ich doch. Ich sage ja nur, dass wir das nicht jetzt ausdiskutieren sollten, wo die Zeit so knapp ist. Die Nachbarin hat mir gesagt, wenn man sich voneinander trennt, ist alles aus. Ja, das tun wir auch nicht. Sicher? Rashika schaut auf den Käfig. Hast du dir irgendwas besorgt, irgendwas überlegt, wie wir sie warm halten? Trägst du sie ein wieder warmen Stein. Sowas gibt's doch bestimmt, oder? Frosty, sowas alchemistische Steine oder wir, so? Wir dürfen auf dem Boot wahrscheinlich kein unnötiges Feuer machen. Nee, aber alchemistische Steine? Alchemistische, mein Gott. Das Wort Steine gibt's da, oder? Und Rico zuckt mir die Schultern, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das hätten wir vielleicht auch viel früher organisieren müssen. Ich sag nur so viel. Rashika kommt mit, egal wohin. Dann musst du sie wahrscheinlich am Körper tragen, aber das hast du ja auch schon Maraskan getan, das klappt. Aber Rodrigo, wenn wir beide... wird rot. Naja, du weißt schon, dann sollten wir sie vielleicht in ihren Korb tun und dann braucht sie etwas zum Warmhalten. Wir können ja das Bett vorwärmen und sie dann... Rodrigo! Das meinte ich nicht! Achso. Es ist ja schön, dass wir das Bett teilen, aber Rashika braucht trotzdem etwas in ihrem Korb. Du also machst das schon. Gibt es da Steine, die man besorgen kann, die nicht so ganz so teuer sind, die man in den Korb tun kann? Steine kannst du vom Boden aufheben. Und sagt eigentlich jemand, ich hau dir gleich eine, Johnny. Sagt eigentlich jemand den Matrosen, dass es nach Falusa geht und sie eventuell Winterklamotten haben sollten? Also, als ich meine Winterklamotten kaufen war, habe ich da Steine gefunden, die warm sind, die man vielleicht in den Korb tun kann, von Alchemisten oder ähnlichem, Fossi. Also, würfel mal auf... Handel. Jetzt kommt wieder die Aussage, ja, hast du gefunden, 50 Dukaten, zack. Handel, Alchemie, Handel? Also... Handel? Ja, also, ist doch du gehst halt jetzt nachträglich nochmal los und willst nachträglich sowas... Ich wollte das vorhin schon machen, aber ich wollte keinen unterbrechen. Ich habe gesagt, wenn ich meine Klamotten besorge, kaufe ich diese Scheine. Ich habe keinen Handel, glaube ich. Ja, also, dann also du kriegst Steine... Ich kann überreden würfeln. Juhu. Ja, würfel lieber eine Menschenkenntnisprobe. Das könnte auch Gassenwissen sein, Dinge zu finden. Nee, würfel lieber eine Menschenkenntnisprobe.
Der ist halt so ein Tulamide und er behauptet, diese Steine halten warm. Er hat genau das Richtige. Sie und über. Die haben auch schon seinen anderen 5 Schlangen, die er in seiner Familie hat, haben sie im Winter geholfen. Und das ist genau das Richtige. Und er würde dir das jetzt gern verkaufen. Sicher. Er überlegt noch, welchen Preis er veranschlagt. Er würde so mit 10 Dukaten anfangen. Das ist viel zu teuer. Bevor du dann anfängst, willst du ihn irgendwie runterhalten, merkst du irgendwie, ja Moment, der verarscht dich gerade und der will dir einfach nur ein Stück Kies aus der Wüste verkaufen. Ich wollte mir vielleicht vor, in der Sonne mal warm, aber er hat nix. Guter Händler. Er hat keinen Stein, der warm hält. Ich suche etwas für meine Schlange, das wirklich warm hält. Wenn ihr mich übers Ohr hauen wollt, versucht's bei jemand anderem, der nicht eure Sprache spricht. Also, und jetzt das sag ist eine gute besser, Idee. Wo ich du einen kannst... Stein finde. Nein, das ist jetzt eine gute Idee. Du kriegst bei einem normalen Händler keinen Stein, der einfach warm hält. Du kannst dich natürlich bei Brindigian informieren. Der kann dir sagen, du kannst den Caldofrigo-Artefakt dir bauen lassen. Mhm. Überzeug halt deine Gruppe, dass es ein Caldofrigo-Artefakt sein muss, was semi-permanent aufladbar ist und dann einmal am Tag warm macht. Und wenn du sowas dann eben kaufen willst für, weiß ich nicht, 200 Dukaten, dann... What? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Kann von Gigian sowas herstellen? Nein. Nee. Fuck. Okay. Ja. Ist ein bisschen spät, um jetzt noch auf große Alchemistentour zu gehen, oder? Ja, ich wusste, dass es ins Kalte geht, IT. Ja, das wussten wir auch erst jetzt, nachdem wir da von dem Tempel wiederkamen. Genau. Die Leute sind auf dem Schiff. Ephadaios hat das Schiff auch mittlerweile schon rausziehen lassen. Die Segel werden aufgebaut, also der Mast muss nochmal aufgerichtet werden. Das dauert ein bisschen. Du hast jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um dir irgendwas einfallen zu lassen. Okay, ich kaufe eine Decke und irgendwas Warmhaltendes. Was war das? Küken, Federn, Heu. Küken? Ja, pack ein paar lebende Küken zu der Hallo, ich kaufe irgendwas, was die Schlange warm hält. Das geht jetzt gar nicht so autokart nicht. Gut, dann also, guckst du jetzt eine Katze ohne Krallen und Zähne. Haben wir keine Schiffe im Meisterschirm? Da guckst du jetzt am Meisterschirm nach, was 3 Hühner kosten. Oh, ich kaufe doch nicht 3 Hühner. Ich bin für Schiffshühner, muss ich sagen. Wenn sie die auffrisst und wieder auswirkt, dann hast du halt immer noch Federn. Und du kannst halt. Ich kaufe Schlange und ich kaufe Federn. Punkt. Mehr kaufe ich nicht. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Gut. Dann ziehe ich dir jetzt 1 Dukaten ab für ein sehr flauschiges, dauniges Kissen und wenn Rashika in ihrem Korb ist, dann ist sie nicht kalt. Okay, wenn sie rausgeholt wird, dann hat sie ein massives Problem. Ist ja in meinem Körper alles gut. Wir machen das jetzt so mit Kissen, ist alles gut. 1 Dukate für ein Kissen. Okay. Also da geht ein Bauer schon mal hin und arbeitet einen Monat für. Ja, kann der Bauer für mein Kissen zahlen, ist egal. Das interessiert mich der Pöbel. Exakt. Der Bauer hat aber auch seinen Dukaten. Ich bin zum Reiherbund, egal welcher Stand, also Kissen her. Ihr lasst die kleine Lorche aus dem Hafenbecken ziehen und fangt dann die ersten Segel anzusetzen. Nach und nach zieht ihr an den Tauen und die Drachenflügel entfalten sich. Kalter Wind frischt auf und bläst in die Segel. Gischt spritzt über das Deck und schnellt ihr aus dem Hafen. Lasst Kutjum hinter euch zurück und stecht in die blutige See. Es geht los. Ich wollte eigentlich noch eine Ansprache halten. Tu es. Ihr seid gerade immer noch im Hafenbecken und Kunchum. Im Hafenbecken wird Rodrigo noch einmal kurz sagen, so beim Betreten des Schiffs, ich hoffe, jeder hat seine Wintersachen mitgenommen. Fuck. Puh. Dann kriegst du einen bösen Blick von Faruk und wahrscheinlich 12 anderen Matrosen. Wascha hat mir Winterkleidung mitgebracht. Sie hätte sowas gesagt vorhin. Na klar. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, was Faruk gemacht hat. Faruk als Nicht-Seefahrer wird es wahrscheinlich nicht wissen. Alle anderen Seefahrer haben selbstverständlich wetterfeste Kleidung. Ja, wetterfeste habe ich auch, aber nicht für Winter. Also, die haben Firon und die wissen, wie auf hoher See das Wetter umschwingen kann. Deswegen und wenn, die sind ausgerüstet. Wenn du nicht gerade jetzt im Maraskanischen vor Maraskan rumdümpelt oder hier vor Kuntium, dann ist es einfach kalt, wenn du in den Norden segelst. Ja, und das wissen Seefahrer. Also, Faruk, beziehungsweise der Magister Major nicht, aber der Adeptus Major nicht, aber ja, viel Spaß. Danke. Ja, haltet eure Ansprache, wie auch immer ihr wollt. Ja, ich nehme an, die Helden sind bereits alle versammelt. Klar. Wird erstmal laut gebrüllt. Alle Mann an Deck! Alle Mann an Deck! Wird der Ruf von den Seemännern, die sich alle noch ein bisschen einfinden müssen, wiedergegeben und hören die dann zu. Gut, wir sind jetzt daran auszulegen. Wir fahren nach Norden, gehen Valusa.
Und durchquert dabei die blutige See. Wir sollten alle zum Herrn Praios beten, dass uns die Ukuri, wie ihr Namensvater, zum Sieg und zu Ruhm und Ehre geleitet. Ich erwarte von jedem, dass er sein Bestes gibt. Und ich hoffe einfach mal, dass es keine Schwierigkeiten auf der Fahrt gibt. Noch ja. Irgendwelche Ansprachen? Euer Gnade, Herr Dajos, wenn ihr dann bitte das Steuer nehmen würdet. Vielen Dank, Kapitän. Ist die Segel, Männer! Legt euch in die Riemen! Wer vorsichtig aus dem Hafen raus sind, legen wir Vollgas an. Jawohl, Herr Gnaden. Gut, dann wechseln wir alle auf die Karte Blutige See. Und ja, ihr habt euch keine Karte gekauft. Ihr wisst zwar, wie man Karten zeichnet, beziehungsweise habt Kartenzeichnerwerkzeug mit, aber naja, eine Karte habt ihr euch nicht gegönnt. So, das heißt, ich gebe euch diese selbst gezeichnete Karte und damit könnt ihr dann navigieren. Viel Spaß. Denkt dran, hier oben im Rulat müssen wir einen größeren Bogen machen, haben wir noch gelesen. So, was habt ihr vergessen, Jalan? Na, eine Karte zu kaufen. Wir waren doch extra im Dings gewesen. Haben wir da nichts mitgenommen? Ihr habt euch informiert und, naja, die hätte man da kaufen können, aber ihr habt euch keine Karte gekauft. Ach komm, als ob ich keine Karte gekauft hätte. Kann ich einen Schicksalspunkt ausgeben, damit wir da dran gedacht haben? Ja, kannst du. Frost, ihr habt doch gesagt, ich kaufe alles. Ja, Moment. Aber also, alles ist keine Ausrede. Okay, also, du hast Essen gekauft, du hast Wasser gekauft. Ja. Welche Qualität soll denn die Karte haben? Ich habe nichts gehört, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung als Vorschein. Ja, genau, du hast richtig, das ist das Problem. Du hast keine Ahnung. Die Karte, die wir jetzt hier vor uns haben, ist die Karte, die Washer gekauft hat, sozusagen Qualität 0,5. Dafür war die auch kostenlos. Genau. Die haben wir von dem Händler noch oben da drauf bekommen. Die führt uns bis nach Valusa, theoretisch. Wie gesagt, ich möchte einfach einen Schicksalspunkt rausgeben, damit ich dran gedacht habe, damals Evandarias loszuschicken in die Hafenmeisterei, damit er Karten bestellt. Ja, da. Das ist die Karte, damit könnt ihr navigieren. Das sind die richtigen Umrisse. Die Meilen sind jetzt nicht eingezeichnet, das heißt, da wisst ihr nicht genau, wie gut das ist, weil keine Legende dran steht. Und ihr habt doch keine Informationen darüber, wie schnell euer Schiff ist, von daher ist es sowieso egal, weil ihr die Tagesreise nicht kennt. Damit dürft ihr navigieren. Schauen wir mal nach, die Ukuri ist hier unten, hier ist Kunchum, hier ist Boran, Elburum, Ericum, Beilung, Barung. Ja, und ob das hier Rulat ist oder Tisal oder ob das hier Rulat oder Tisal ist oder das hier, das, ja, steht nichts dran. Also die Karte ist halt nicht so gut. Also da ist Boran drauf, also muss es Maraskan sein. So, euer Gnaden, ihr habt ja gesagt, ihr habt einen Kurs, wo geht's denn ganz lang? Recht, es geht jetzt nach Nordost. So, aber erstmal aus dem Hafen raus. Ja, auf der linken Seite ist Land, auf der rechten Seite ist Land und direkt vor euch, so wie ihr den Kurs gesetzt habt, ist offenes Wasser. Ich würde euch jetzt bitten, und zwar einmal den Navigator, erst einmal Kartografie und Orientierungsprobe zu machen. Und zwar ist die erschwert um 15 Punkte. Wir haben einen Kompass. So, ich habe deinen Kompass. Dementsprechend hat die Orientierungsprobe und auch die Kartografieprobe ist dann um 3 Punkte erleichtert. Sind wir nur bei jetzt plus 12. Kann ich. Also beides ist um 15 erschwert. Ja. Oder muss ich 15 Punkte sammeln oder wie? Nö, du musst jetzt eine Kartografie und eine Orientierungsprobe machen und sie sind um 15 Punkte erschwert. Kann ich ihn bei der Orientierungsprobe unterstützen? Kann ich auch unterstützen bei der Seefahrt oder Kartografie? Unterstützen, ja, klar. Ist unser Zeug denn auch um 15 erschwert, um zum Unterstützen? Wenn ihr unterstützt, dann gebt ihr eine einfache, also dann schafft ihr eine Probe und könnt einen Punkt spenden. Okay. Was brauchen wir dann zum Unterstützen? Kartografie. Aber eine Probe geschafft. Ich habe keine Probe geschafft. Nicht geschafft, müsste 7 Punkte Erschwernis geben. Ja, also der Matrose Faruk mischt sich so ein bisschen ein. Das ist natürlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der geduldet wird. Brindijan sagte, der Typ ist okay und deutet auf die Karte, da müsst ihr lang, zeigt irgendwie drauf Richtung der Wasseroberfläche und ja, sorgt erstmal für ein bisschen Verwirrung. Warum ist dieser Faruk überhaupt hier? Warum ist der hier? Warum macht er nicht irgendwie was in den Drachensegeln?